der Natur auf der Spur im steirischen Vulkanland. Heute auf einem Friedhof, nämlich auf dem Friedhof von Straden. Wir wollen uns anschauen, wie kann man nachhaltig Gräber bepflanzen. Und dazu begrüße ich sehr herzlich den Gärtner Robert Lackner. Servus, schön, dass du bist. Servus. Du wirst uns ein bisschen durch diesen Friedhof führen und wir sprechen einfach Dinge an, wie man also schauen kann, dass also möglichst nachhaltig gearbeitet wird am Friedhof. Genau. Gehen wir es uns an? Gehen wir es an. Ja, der Friedhof von Straden, haben wir gesagt. Ja, 1819 ist dieser Friedhof angelegt worden. Mit dem Bohrkammerl damals auch, das da hinter uns ist, wo damals auch Leichen seziert worden sind. Ja. Aber heute zum Friedhof. Ich sehe da ganz, ganz viele Stiefmütterchen. Ist das jetzt also die Pflanzen, die man jetzt da setzt? Stiefmütterchen ist im Herbst und im Frühjahr eben die Pflanzen, was im Winter hat, ist. Ein Stiefmütterchen wird nie erfrieren, ein Stiefmütterchen wird über den Winter vielleicht austrocknen, aber das ist jetzt die Pflanzen, was ein pflegeleicht ist, was jetzt der Blüten bringt, was frostbeständig ist. Das heißt, solange kein Schnee drauf liegt oder solange nichts ist, wird es am Friedhof blühen. Und ist eigentlich die Alternativpflanzen jetzt, sage ich mal, für das ganze Geschichtel, was ja jetzt für den Herbst und für Allerheiligen und so eigentlich passt. Ja. Ne? Ja, wenn wir da uns grob jetzt da anschauen, ich weiß nicht, nehmen wir das vielleicht her da. Da sind jetzt ja noch Sommerpflanzen drauf, oder? Die Gölm? Das sind jetzt die Sanvitalien. Das sind jetzt so Pflanzen, die was jetzt wirklich über den Sommer eigentlich buschig werden, die was sie ausbreiten, was einen Polster machen, was das Ganze abdecken. Die gehen aber über Winter ein dann? Die sind nicht winterhart, das geht jetzt ein. Erika-Kolonnen sind jetzt teilbedingt winterhart, also würden schon winterhart sein, aber wie gesagt, wäre jetzt nicht das. Ja. Gut, dann schauen wir da ein Stückchen rüber. Haben wir vielleicht das ohne ein anderes Beispiel? Ein großer Strauch jetzt zum Beispiel, wäre das schon so, was man sagt, das ist nachhaltig? In der Größe schon nicht mehr wirklich brauchbar, weil wenn ich es jetzt schneiden muss, halt irgendwas, weil das schon so eine Dimension hat. Aha. Und wenn ich da jetzt inzwischen jetzt schaue, wenn ich den zurückschneiden will, dann habe ich innen drin nicht mehr Tür. Also da drinnen passiert einmal Rückschnitt machen oder was. Und das heißt, die wird sich jetzt eigentlich immer nur mehr ausbreiten und nicht weniger werden. Ne? Also das wird irgendwann nicht mehr passen. Ja, ne? Habe ich nur das Gefühl, oder ist es wirklich so, dass also immer mehr Gräber zugedeckt werden mit Steinplatten? Da sind gleich zwei mit Steinplatten. Ja, das ist, ich sage immer, Steinplatten ist eigentlich relativ einfache Geschichte. Natürlich geht es schon in den Trend, dass ich jetzt weniger Arbeit habe oder was. Ja, wenn wir da einige vielleicht. Wenn wir da jetzt zum Beispiel jetzt das Grab hernehmen, da sieht man jetzt, das ist wirklich so gestaltet, dass das Grün auch passt. Ich kann das jetzt noch zum Beispiel jetzt für besondere Anlässe mit Blumen dekorieren, dass ich Schalen mit Blumen für Pflanzen draufstelle und alles. Es ist zugewachsen. Die Gestaltung war da so, dass wir das Ganze abschließen, dass das zugewachsen ist, dass man nicht viel Gießen braucht, dass das Ganze über den Sommer war, teilweise mit dem Regen allein nicht auskommt und so. Wird dann im Herbst, ich muss es natürlich regelmäßig schneiden, ich muss auch schauen, dass es auch nicht zu groß wird. Gestaltungstechnisch jetzt einfach mit einem Blickfang in der Mitte. Kleines Bäumchen in der Mitte jetzt. Aber was ich da jetzt im Prinzip mache, ist eigentlich nicht wirklich so aufregend. Aber wie gesagt, Gestaltung, weil ich sage, arbeitstechnisch anders. Ne? Und die Verwandtschaft des Verstorbenen, der Verstorbenen, stellen jetzt zu einer Heiligen, sage ich mal, einfach ein paar Schalen her, mit schönen Schnittblumen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel verschiedene Anlässe, Todestag, Allerheiligen, Muttertag, was weiß ich, je nachdem, was gerade für Anlass ist, kann ich da einfach eine Schalen her tun oder was, kann das über den Sommer schnell lassen oder jetzt im Herbst zum Beispiel, solange bis dann reif kommt und alles, kann ich dann anders machen. Ja. Schauen wir uns gleich vielleicht das Grab neben an. Genau, neben an. Das ist mit sehr viel Stein. Das ist jetzt die Geschichte, und? Was auf dem Friedhof auch immer wieder, was man immer wieder sieht, Abdeckung mit Steinen und alles, wo man die Platten machen kann, was ich wieder entfernen kann. Bei den Geschichten ist es so, dass man eigentlich mit verschiedenen kleinen Zwergstreicher das Ganze so gestaltet, dass das über ein Jahr auch stabil ist. Da habe ich auch nicht wirklich viel Arbeit. Man sieht es jetzt zum Beispiel jetzt für einen Anlass Allerheiligen, dass man jetzt schon bepflanzte Schalen drauf gibt, dass man schon auch mit Blumen macht und alles. Wie gesagt,
Und die holt es auch über den Winter aus, nicht? Wenn ich sehe, Stiefmütter sind drauf, Erika ist drauf. Bis auf die Carrizophalus, also die Syriken, das wird das jetzt zum Beispiel. Ja. Die Stiefmütterchen Erika und das holt schon aus. Mhm. Wie gesagt, wichtig ist immer nur, dass das Ganze auch feucht hat. Genau, da wäre die Vertrocknungsgefahr wahrscheinlich. Die schlimmste Geschichte ist immer, weil sie im Winter eigentlich bei uns immer wärmer wird. Auch im Winter ist es oft so, dass ich nicht zum Gießen kommen darf. Dann habe ich eben das Problem, dass die meisten Schichten vertrocknen und im Frühjahr nicht mehr da sind. Das heißt, du als Gärtner kriegst jetzt da Aufträge von den Grabbesitzern das Grab so zu gestalten oder auch zu pflegen, wenn es Auswärtige sind zum Beispiel, der fährt ja nicht alle 14 Tage her oder alle Wochen her gießen. Ja. Und da musst du natürlich schauen, dass das möglichst einfach zu handhaben ist. Da ist die Geschichte so, dass jetzt der Angehörige jetzt nicht in unmittelbarer Nähe ist. Mhm. Also das auch schwierig ist, dass der jetzt mal herfährt und gießen tut und alles. Und wie gesagt, das soll ja trotzdem über das Jahr erscheint sein. Also soll ja auch irgendwas darstellen und alles. Und da ist es so, dass nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen, und die machen das ja Gott sei Dank auch noch, der Kunde kriegt ja auch Unterstützung für, nicht nur auf den Friedhof, sondern auf alle anderen Friedhöfe, wie gesagt, auch von meinen Kollegen, die was Grabpflege, Grabgestaltung und das machen, dass dann auch leicht gemacht wird. Mhm. Weil viele nicht die Zeit haben, sie es selbst zu machen. Ja, ja, ja. Jeder kann nicht jeden Tag am Friedhof gehen und gießen und alles und funktioniert halt nicht. Weil immer die so, Alternative, die wir uns nicht wünschen, ist ja bei dem Grab zum Beispiel dahinter, ne? Ja, das, wenn man das anschaut, weil es ja nur mehr Plastik da ist, das soll es natürlich auch nicht sein. Wobei man überhaupt versuchen muss, das Plastik einfach rauszukriegen aus dem Friedhof, weil das einfach in der Entstehung schon so viel fossile Energie verbraucht, dass das einfach nicht nachhaltig ist. Ne? Ja, man muss dazu sagen, da brauchst du nie was pflegen. Da brauche ich nie was pflegen, das ist eigentlich, muss ich austauschen. Zur Rechtfertigung muss ich aber dazu sagen, kurz nach der Grenze unten haben wir genau die Friedhöfe, wo eigentlich das gang und gäbe ist. Ja, also dort wird nur mit denen gearbeitet. Ja. Natürlich muss ich nicht gießen, muss ich nichts tun. Ich muss da wirklich Erden auffüllen, ich muss jetzt ein bisschen herrichten, ein bisschen Gras zupfen, ich muss setzen. Wenn ich jetzt die Blumen jetzt so hernehmen würde, wie es da jetzt sind, zum Beispiel in den Abstand, wenn ich es gleich dichter setze, ob ich es jetzt im Frühjahr mache, im Herbst ist es nicht so tragisch, aber im Frühjahr, wenn ich es dichter setze, je schneller dass das zugewachsen ist, umso weniger muss ich gießen. So ist es. Also es geht um die Bedeckung des Bodens. Ne? Dass je länger, wenn ich das jetzt da drüben anschaue, nur am Nachbargrab jetzt, wenn ich das jetzt am Frühjahr so setzen würde, dann habe ich am Frühjahr extrem viel Arbeit mit Gießen. Setze ich da jetzt die doppelte Menge drauf, dass das dichter wird und dass das schneller zuwächst. Auch mit Pflanzen zum Beispiel, wie wir vorhin gesehen haben, die gelben, die sind Vitalien dort, was sie dann ausbreiten. In dem Moment, wo die Erde komplett andeckt ist, muss ich weniger gießen. Das ist gleich, ob ich da jetzt irgendwelche niedrigen Streicher setze, ob ich da jetzt Stiefmütterchen setze, wo sie setze, ist egal, aber je schneller, dass das Ganze abdeckt ist, umso weniger muss ich gießen. Pflanzzeitpunkt für die Stiefmütterchen wäre eigentlich auch schon Anfang Oktober, oder? Je früher, dass sie setzt, umso früher können sie anwachsen und so größer können sie werden. Ja, ja. In dem Moment, wo die Temperaturen schon sinken und der Frost schon bald zuwischaut, ist es natürlich immer schwierig, dass das Ganze sich noch entwickeln kann und wachsen kann. Ja. Schauen wir vielleicht weiter noch zu den Priestergräben, die auch du gestaltest. Oder gestaltet hast und immer wieder gestaltet, weil es ja nicht so, dass man da nur einmal Arbeit hat, sondern man hat die laufende Arbeit. Die werden jetzt da drinnen. Gehen wir da rein gleich? Gehen wir gleich da rein. Ja. Ja, da stehen wir vor den Priestergräbern, wo Priester der letzten mehreren hundert Jahren, sage ich jetzt einmal, begraben sind. Was war da der Gedanke? Ich meine, das muss ich jemand pflegen. Bis jetzt machen es immer noch, machen das ein paar Frauen in der Pfarr, aber denen will man es natürlich auch relativ einfach machen. Man will ja nicht die jeden Tag herschicken zum Gießen. Was war da deine Idee eigentlich? Der Gedanke und die Idee ist so eigentlich, die ganze Geschichte eigentlich so pflegeleicht zu machen, dass das auch, wenn einer wenig Zeit hat oder wenn es jetzt die Damen nicht mehr so einfach gibt, weil es ist ja nicht mehr so selbstverständlich, dass das ja jeder macht, dass man es so hinkriegt, dass das Ganze so zu ist, trotzdem noch mit einem unterschiedlichen Grün, jetzt mit niedrigen Koniferen und Wacholder, Kriechwacholder und die ganzen Geschichten, was wir da haben, auch ein bisschen mit Nörken-Geschichten, was winterhart sind und so, dass man es wirklich so hinkriegt, dass das Ganze irgendwann pflegeleicht wird.
weil ein Grab in der Dimension, so wie das ist, natürlich von Gießen auf da Wand, brauche ich ein paar hundert Liter, oder? Ich schätze mal, wenn ich es wirklich im Sommer gießen will, und das will ich anständig gießen, und ich hätte da Blumen gesetzt, muss ich rechnen, dass ich sicher mal unter 300 Liter wird sie ein paar Mal gießen, nicht viel was absperren. Ja. Also wenn ich da mit drei Gießkanteln drauf gehe und da drüber gieße, ich weiß, wie wir es nach den Sätzen eingegossen haben, das ist für nichts, das ist gar nichts. Abgedeckt das Ganze zusätzlich mit der Lärchenrinde, eben dass das Gras nicht so durchkommt, aber auch, dass die Feuchtigkeit gespeichert wird. Mhm. Lärchenrinden nehme ich deswegen gern, erstens, weil ich trotzdem reingehen kann, weil es eine komplett andere Struktur hat, weil es jetzt nicht das normale Rindenmulch ist, was jetzt so, was ich immer sage, was ein bisschen so der Abraum ist, und weil es mir am Boden nicht gleich versäuert. Mhm. Weil bei den Rindenmulch ist immer die Gefahr, wenn ich den Rinden den normalen, also den billigen, das ganz billige Zeug drauf tue, muss ich mal aufpassen, dass man das Ganze nicht mit der Zeit zu sauer wird und alles. Ja. Dass ich da natürlich, dass das jetzt der größere Baustelle ist, bis das alles gleich gewachsen ist und alles. Und im Sommer immer eine Herausforderung ist, weil ja die Streicher teilweise, sage ich mal, gewisse Wurzeln jetzt nicht ganz so tief und viele brauchen halt schon ein bisschen mehr Wasser vielleicht oder was. Die anderen sind schon länger angewachsen oder was. Mhm. Wie gesagt, wir haben verschiedene Sachen gemacht, was im Winter halt sind. Ja. Was wir wirklich schauen, dass das Ganze kompakt ist und wie gesagt, über den Sommer halt auch ein bisschen was bringt. Ja. Man sieht jetzt eh, es kommen dann für alle Arlingen natürlich, jeder tut was drauf, dass wir einen Platz haben für die Schalen und das mit Stiefmütterchen, mit Kolonnen und so. Nicht? Ja. Das ist jedem sein persönliches Empfinden und jedem, was er gerne machen möchte. Nicht? Schauen wir vielleicht noch ein Stückchen weiter. Das eine oder andere Beispiel schauen wir uns noch an. Maulwurf oder in dem Fall Wühlmaus wahrscheinlich ist natürlich auch ein Problem. Gibt es da aus gärtnerischer Sicht irgendetwas? Außer man sagt, man tut ein Gitter unten rein, weil da sehe ich mir eindeutig die Hefen, ne? Die machen ja. Gitter ist momentan die einzige Lösung, was ich weiß, was wirklich so funktioniert, weil alles andere kann ich nicht beeinflussen. Ne? Ja, ja. Gitter ist, wenn das er nicht von unten aufkommt, natürlich kann er von oben rein, aber meistens, wenn er dann Gitter hat, ist er wieder weg. Ne? So Steine, verschiedene, ich weiß nicht, was das für ein Stein ist. Das ist jedenfalls kein heimischer, glaube ich, gell? Darf ich gar nicht sagen, muss gar nicht sein. Nein, das sind, so geht, das passt jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Also, wie gesagt, es ist ja ein persönliches Empfinden am Grab, was er jeder machen möchte, natürlich, was er jeder tun will. Es ist ja schon super, wenn heute ein Grab ist, ich wusste, ob das alt ist oder neu ist, gepflegt und sauber ist. Das ist schon das Um und Auf. Ne? Weil wenn das Grab nichts mehr zu gleich schaut oder was, was will ich da machen, dann hilft das andere, hilft ja auch alles zusammen nichts mehr. Ne? Wie gesagt, dadurch gibt es ja meine Mitbewerber noch und alle, also meine Gärtnerkollegen und so, und die, was ja eigentlich auch dafür da sind, dass man sie Rat und Tat holt und dass er Unterstützung kriegt für die ganzen Sachen, was wir nicht machen. Also wenden Sie sich an den Gärtner Ihres Vertrauens, könnte man sagen. So ungefähr, ja. Du, wartet auch bald wieder Arbeit, gell? Ganz frisch geraben. Ja. Ich glaube, da ist morgen das Begräbnis. Ja. Aber ich habe gesehen, da weiter unten ist noch eines, das du auch betreust, gell? Ja. Das ist auch. Was sagst du dem jetzt zum Beispiel? Das schaut aus, wenn es also schon lange nicht mehr gepflegt worden wäre. Ja, das ist. Das nur für ist, die Natur schaut, vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich, ja. Aber du kannst jetzt sagen, es passt zum Grabstuhl dazu. Ja, freilich. Du brauchst immer gleich ein total. Oder das zum Beispiel, du brauchst überhaupt nichts mehr. Ne? Nein, da musst du nicht. Du brauchst nur eine Schüssel draufstellen, dann da musst du jetzt wirklich, so eine Heiligen. Und, musst und nicht das ist. Für was machen, ne? Das ist schön, ja. Nein, es ist. Vielleicht ein bisschen eingehen auf die Kerzen, auf die unterschiedlichsten Formen der Kerzen. Da ist ja auch sehr viel Plastikanteil noch dabei. Ja, das ist das Hauptproblem, was eigentlich ist, ist eben der Plastikanteil bei den Kerzen. Ja. Preislich, technisch, was weiß ich. Hallo, servus. Preislich, technisch und so, glaube ich, auch irgendwie schwierig zu lösen oder was. Form. Aber ich glaube, man sollte Hinweise immer wieder geben. Möglichst wenig Plastik, es gibt Glas zum Nachfüllen, wenn man auf das ein bisschen schaut. Aber ich weiß es eh, dass der Preis eine Rolle spielt, dann natürlich auch die Brenndauer spielt eine große Rolle scheinbar. Gell? Aber man sollte darauf hinwirken, denke ich, den Gedanken aber haben. Aber was du gerade gesagt hast, vorher gegenüber, weil wir das gerade gegenüber gehabt haben, wenn du jetzt die Gegenseiten nebenan und dann eigentlich anschaust, das ist eigentlich die Geschichte, wo ich sage, was ich jetzt einen gewissen Teil jetzt wirklich mit Platten und mit Steinen abdecken, was aber trotzdem optisch und das Ganze wirklich dann eigentlich nicht schlecht ausschaut. Ne? Und wie gesagt, es ist,
leider Gottes bei uns am Friedhof ein bisschen, wenn du in die Obersteiermark kommst oder so, schaut es schon ein bisschen anders aus. Und so. Bei uns ist es leider natürlich Gottes ein bisschen Wettrösten am Friedhof. Natürlich, ja. So muss das schon ein bisschen schwierig. Immer du als Gärtner weißt jetzt natürlich, welche Gräber du machst und welche wer anders macht. Gell? Aber würde ich als Laie das erkennen, dass ich sage, das ist jetzt ein Lackner-Arbeit-Grab und das ist jetzt ein Fritz-Gärtner-Grab und das ist keine Ahnung. Nein. Nicht, gell? Nein. Also von den Pflanzen her haben alle das ziemlich das gleiche im Sortiment. Wir haben alle das gleiche im Sortiment. Ja. Stiefmütterchen, Kolonnen, jetzt, ne? Hebe, kleine Streicher, alles was jetzt im Herbst ist, im Frühjahr das gleiche Programm. Das Problem, was wir haben, ist eigentlich das, dass wir für den Kunden auch schauen müssen. Als Gärtner musst du halt wirklich schauen, dass du für den Kunden pflegeleichte Pflanzen hast. Ja, ja. Der Sommer wird immer wärmer, Gießen und das Ganze wird auch immer schwieriger. Ja. Die Generation wird die jünger, also die Friedhofsgeneration selbst wird ja auch immer weniger eigentlich. Ja. Weil ein Jungen weiß ja nicht einmal, wie viel, vielleicht einmal Halling Tag am Friedhof oder was, der interessiert sich auch nicht mehr. Nicht? Ja. Das Schwierige ist immer nur das, was ich sage, wenn es das nicht mehr gibt, gibt es die Tradition nicht mehr. Ja, richtig. Ist ja, die Friedhofstradition ist ja was Wichtiges auch, denke ich mir. Ne? Ja, aber wenn ich jetzt so allgemein schaue, mir wird das jetzt immer so bewusst erst, gell? Wenn ich jetzt das zum Beispiel ausschaue, das ist sicher eines auch, das genau dorthin passt in die Richtung auch, nicht? Ja. Mit nachhaltig. Pflanzen drauf, die einfach nicht so oft gegossen werden müssen. Und natürlich ist ein Unterschied zwischen dem und dem gerade, gell? Das schaut also von der Ästhetik her für uns jetzt vielleicht ein bisschen geschlampert aus, gell? Ja, aber das. Es ist ja persönliches Empfinden. Ja, so ist es. Es ist jetzt das, lege ich persönlich Wert auf das, will ich das jetzt so haben? Ja. Interessiert mich das nicht so gut, ist mir das eigentlich egal. Wie gesagt, das ist ein persönliches Empfinden, was er da hat. Ne? Ja. Und das ist natürlich schon schwierig, dann die ganze Geschichte. Ja, ne? ja. So, da wären wir jetzt bei noch so einem Grab von dir. Genau. Das ist jetzt zum Beispiel, das haben wir, das ist jetzt, glaube ich, 1,5 oder 2 Jahre alt. Ja. Das braucht natürlich noch. Das braucht noch ein bisschen, aber im Prinzip können wir schon so lassen. Also da ist jetzt eigentlich relativ viel abdeckt. Also das wächst ein paar klein, wir schneiden es auch. Ja. Und das Einzige, was ist, was jetzt wirklich blumentechnisch ist, was wir jetzt saisonbedingt ändern, ist eigentlich nur da, eigentlich die Umrandung, was wir da haben. Das ist der Platz für die Blumen, weil es einfach schwierig ist, weil der Kunde für den Grab eigentlich in der Saison ist in Vorarlberg. Und wie gesagt, wir haben die Betreuung über das ganze Jahr. Er wollte das auch so haben, also er wollte das irgendwie so gestartet haben, dass das mit Natur ist. Wie gesagt, wir ist jetzt die Renten natürlich, die Lärchenrenten natürlich lieber als wir die Steiner. Wir haben vorhin das mit den Steiner dann ausgeglichen, dass man das ein bisschen, dass man zuwiegen kann und alles. Es ist noch ein kleiner Platz für die Kerzen gekriegt. Mit einem Engel und alles. Rosenstock war der Wunsch, dass wir einen Rosenstock haben, weil die Mutter das gern gehabt hat und alles. Und wie gesagt, das sind eigentlich die Geschichten, die was eigentlich stabil sind, wo nicht viel was passiert und weil mit der Pflege im Sommer eigentlich klasse auskommt. Ja, danke Robert. Ich denke, wir haben ein bisschen einen Einblick gewährt jetzt da. In welche Richtung dass man so gehen kann. Die Bilder zeigen es dann was also da sinnvoll ist. Und es schaut natürlich im Frühjahr dann wieder der Friedhof komplett anders aus, das muss man auch dazu sagen. Ja, wie gesagt. Was die Sachen jetzt betrifft, nicht, aber was die Bepflanzung von anderen Gräben betrifft, natürlich. Da bleibt die Bepflanzung eigentlich, das bleibt gleich, das wird sich ändern. Ja. Also das wird im Frühjahr, solange wir die sind jetzt stabil, sage ich mal, bis Anfang Mai herum. Ja. Dann brauche ich eine Sommerbepflanzung, dann machen wir da irgendwas für den Sommer rein. Und wie gesagt, im Herbst kommt wieder die gleiche Geschichte. Was da jetzt noch drauf kommt, ist dann Allheiligengesteck. Aha. Das heißt, das ist dann persönlich, wir haben viele Gräber, wo wir was von auswärts sind, die was dann anrufen, bitte stellen wir das Gesteck aufs Grab. Ja. Kennst du alle Gräber am Friedhof, wenn der sagt, du hin beim wo an Lenzkordl seine Eltern begraben sind? Mittlerweile schon. Also die, was bis jetzt schon mal gemacht haben, die finde ich jetzt schon Gott sei Dank wieder an, weil wir haben das schon gehabt, wir haben schon Stunden auf ein Grab gesucht, weil wir einfach vom forschen Grab waren. Ja. Ich habe auch schon eins aufs forsche Grab gestellt. Passiert auch wahrscheinlich. Dann haben wir ein gleich, es war neblig in der Früh und relativ gut, frisch. Robert, dann sage ich danke. Ich darf dir das Buch überreichen, Du stirbst nur einmal. Vom Hans Schleicher und von mir. Und was wünschst du selber am Grab eigentlich? Wie soll dein Grab mal ausschauen? Also mein Wunsch, ich habe eine gewisse Vorstellung. Ich habe gesagt, ich bin jetzt bei so vielen Begräbnissen und Aufbauung gewesen. Ich hätte, wenn ich stirb, wirklich einmal viel Blumen.
Ja. Also mein Abschied soll sein mit Füllblumen, obwohl ich es nicht mehr sicher, aber das ist mein Wunsch, dass ich Füllblumen habe. Und ich hätte gern irgendwas, es ist mir egal eigentlich, es muss jetzt nicht groß sein, aber ich hätte gern ein bisschen Blumen und so auch am Grab ab und so. Wenigstens eine gewisse Anlässe, dass was drauf ist, sonst ist mir das eigentlich, ich will mir kein, sage ich mal, eine Belastung werden, dass jetzt irgendeiner glaubt, er muss jetzt was, was ich was alles machen und alles, weil ich weiß, wie schwierig das ist. Ja. Aber ich sage, wenn das soweit ist, wenn das soweit ist, nur dann Blumen. Jeder, was mich kennt, hat Blumen. Ja, passt. Dann hoffen wir, dass das noch lange nicht ist, dass du die Blumen von unten siehst und wir von oben. Und ja, sag nochmal Danke und wünsche dir alles Gute. Und bitte. Dankeschön. Danke, Robert. Danke. Super.